Wo möchten wir den Bewährungsplan beschriften und detaillieren? Wir starten im Grundriss und wählen auf der Registerkarte Sophistic Bewährung den Befehl Alles beschriften. Der Befehl behandelt alle sichtbaren Eisen in der Ansicht. Wenn zuvor allerdings Eisen gewählt waren, wird der Befehl nur auf die gewählten Eisen angewendet. Dabei wird jede Verlegung mit einer Beschriftung versehen. Da wir die Längseisen über zwei Verlegungen mit je zwei Eisen modelliert haben, erhalten wir auch zwei getrennte Beschriftungen. Sollen die vier Eckeisen mit nur einer Beschriftung versehen werden, müssen wir diese zuerst zusammenfassen. Das machen wir mit dem Befehl Sophistic gruppieren. Zuerst mit der oberen und anschließend gleich noch mit der unteren Stütze und starten gleich noch einmal den Befehl Alles beschriften von Sophistic. Nun erhalten wir hier eine sogenannte Mehrfachbewährungsbeschriftung, eine Kombination aus Maßlinie und Beschriftung. Über die Tabulator-Taste können Sie wählen, ob Sie nur die Beschriftung oder alles gemeinsam verschieben möchten. Wann welcher Beschriftungsstil verwendet wird, Beschriftungsabstände und so weiter, kann hier auf dem Beschriftungstab in den Sophistic-Einstellungen definiert werden. Weiter geht's mit dem Beschriften in der Stützenansicht. Wir klicken erneut auf Alles beschriften, schieben diese beiden hier vielleicht ein bisschen ran und nutzen den Befehl Ausrichten, um diese beiden Verlegungen hier komfortabel in eine Linie zu bringen. Wiederholen das Ganze mit den Beschriftungen unserer Längseisen, die wir ja bereits im Grundriss kennengelernt haben. Und schon geht's weiter in die nächste Stützenansicht. Noch einmal alles beschriften und wir schauen uns an, was bei nachträglichen Änderungen passiert. Dazu verkürzen wir unsere Bügel, ändern den Durchmesser auf 20 mm und wir sehen, sowohl die Verlegelinie als auch die Informationen in unserer Beschriftung passen sich wie gewohnt in Revit live an. Das machen wir schnell wieder rückgängig, gehen zurück in unseren Grundriss und fahren mit den Biegeform-Auszügen fort. Dazu starten wir den Befehl Biegeform-Auszug auf der Registerkarte Sophistic Bewährung, wählen unseren Bügel und unseren gewünschten Absetzpunkt. Die Bewährungsauszüge von Sophistic sind ebenfalls voll parametrisch und aktualisieren sich bei Änderungen. Es können Gesamtauszüge oder Teilauszüge erzeugt werden. Um Biegeformen orthogonal herauszuziehen, halten Sie bei der Wahl des Absetzpunktes die Shift-Taste gedrückt. Gleich noch für die Längseisen der rechten Stütze und Escape. Teilauszüge werden mit einer gepunkteten Linie dargestellt und zählen nur die Stäbe der gewählten Verlegung. Beim Gesamtauszug werden die Stäbe der gesamten Position gezählt. Mit dem Befehl Alle Auszüge können Sie die Auszüge von allen Positionen des gesamten Planes auf einmal erzeugen. Bestätigen hier noch den Maßstab mit OK. Und schon wurden die Auszüge in einer neuen Zeichenansicht erzeugt, die wir nur noch an die gewünschte Position schieben müssen. Zum Abschluss wechseln wir noch in unsere 3D-Ansicht, um diese ebenfalls zu beschriften. Übrigens, die Ausrichtung von 3D-Ansichten muss gesperrt sein, um diese in Revit beschriften zu können.